Was für Lauretaner, Alter. Da gibt's Meerwasser aus Kroatien, direkt aus dem River. Alter. Aus Medulin. Was? Was hast du gesagt? Mama. So, Essen war tiptop beim Vagabundo. Kann man nichts sagen. Ranzen ist vollgeschlagen. Jetzt gehen wir, wo gehen wir jetzt hin? Was ist der Plan? Genau, also nach Hause, ins Bett. Nein, ich glaube, es gibt noch eine Beauty-Behandlung. Irgendwas habe ich gehört. Aber wir müssen relativ früh raus, mal auschecken morgen früh. Und morgen geht es ja bekannterweise nach Zagreb. Zagreb ist quasi die nächste Station. Da bleiben wir nicht ganz 2 Tage und dann geht es zurück nach Deutschland. So, Tag der Abreise. Alles runterschleifen vom 4. Stock, 5. was auch immer. Reintun, losfahren nach Zagreb. Und diese Kackviecher haben mir wieder alles voll geschissen. Ich krieg das Kotzen wieder. Und ungelogen, wenn man das riechen könnte. Hoch und runter, hoch und runter. So, jetzt geht's heute weiter nach Zagreb. Und der Harrison hat Schiss, weil da war spritzt nochmal das Auto ab, weil die Vögel sich wieder über Nacht ein bisschen ausgelassen haben. Und der Harrison hat Angst, aber er kann jetzt nicht hüpfen zu meiner Mutter, weil Doma ihn angeleint hat. Und jetzt ist er ein bisschen traurig darüber. Fast in Zagreb, noch 15 Kilometer. Und ich frage mich halt eben echt immer wieder, warum es sich hier an dieser Mautstelle jedes Mal so staut. Ich habe keinen Plan. Ja, und für alle, die es interessiert, hier vorne ist quasi Rimac, der Hypercar-Hersteller aus Kroatien, mit Elektrobatterie angetriebenen Hypercars. So, zuerst haben wir eine falsche Adresse eingegeben. Wir wollen nämlich die beste Cremeschnitte Kroatiens essen gehen hier in Zagreb, also laut Yelp oder Bewertung. Jetzt sind wir hier in einem Einkaufszentrum gelandet, im Parkhaus. Von hier aus können wir direkt quasi zu dieser Cremeschnitte hinlaufen und dann gehen wir rüber zum Staatstheater. Das hat nämlich ganz, ganz tolles, altes, schönes Gebäude und das gucken wir uns an. Also ich soll jetzt was filmen. Ich soll jetzt das hier filmen. Ja, das sieht voll schön aus. Zufrieden? Ja. Können wir dann rausgehen hier aus diesem Zentrum? Ja. Nett, gell? Ja. So, jetzt sind wir in Zagreb in unserem Apartment angekommen. Sehr schön. So, das hier ist das Bad. Also mega. Richtig schön groß. Vor allem die Dusche. Super. Begehbare Dusche, schön groß, Toilette, Waschmaschine, ja, Spiegel, richtige Waschbecken. So, weiter geht's. Schlafzimmer Nummer uno mit großem Bett. So, Kleiderschrank. Dann haben wir hier Schlafzimmer Nummer due mit 2 Einzelbetten. Auch sehr schön gemacht. Hier auch mit Ventilator. Schöne Lampen, hier ist das Wohnzimmer, schöner Couchbereich mit TV und hier die Küche mit Kühlschrank, frischer Kochteile, muy bien. Und hier kann man rausgucken, es ist hier an der Straße und hier hinten ist auch ein Parkplatz. Also wirklich kann man nichts aussetzen, wunderbar. So. Okay. Soeben hat die Sendezentrale gesagt, wir gehen Strukli essen. Ja, wir gehen jetzt erstmal nach Zagreb in die Stadt, ein bisschen Sightseeing und der Akku ist gleich leer. Und das dann ist der Akku, das ist die Speicherkarte. Oh. Also die ist, das heißt, die ist fast voll. Wow, okay, let's go. So, wir haben jetzt hier geparkt. In der Nähe von der Kathedrale. Da wollen wir hin.
Hier sind einige Cafés. Und eigentlich wollte ich Struckli essen gehen. Und das muss hier irgendwo in der Nähe sein. Also schauen wir mal, wenn der Dommer jetzt gleich übernimmt. Ich habe mal den Standort geschickt. Ist das nicht beeindruckend? Was ein Bauwerk, ey. Ich kann da nicht weggucken, ne? So, wir sind jetzt in Struckli. Ist total süß gemacht. Hier geht es noch raus in den Garten. Es kommt vielleicht hier das Fenster sehen. Hier gibt es eine Pipi aus der Glaskirche. Kaffee. Und ist alles so. Also auf jeden Fall ist es sehr stark besuchtes Restaurant. Hier seht ihr auch, es hat schon aufgebrochen. Also hier wird es schon den besten Struckli geben. Wir sind gespannt. Bevor es jetzt weitergeht, erstmal ein Kaffee mit tolle Gläser. Und lustigerweise waren wir in dem Kaffee auch schon mal vor wie vielen Jahren? Boah, 4, 5. Ja, oder? Länger, noch länger, glaube ich. So, wir waren jetzt schon an der Kathedrale, an diesem, wie heißt der Turm? Also irgendein Turm. Dann an der Markuskirche am steinernen Tor. Jetzt gehen wir gleich noch zu diesem Platz, zu dem großen. Der ist eigentlich einfach hier runter. Und jetzt ein Rain. Das ist der Bahn Jelačić, Jelačić Bahnplatz. Hier war auch 2018, wo die WM-Jungs den zweiten Platz gemacht haben, die Vize-Weltmeister. Hier auch die Empfängnis, sage ich mal. Hier wurden sie empfangen. Hier war alles voll. Und ja, Bahn Jelačić, so war mir das, ist das zu vergleichen, Bahn im Fürst. Weiß ich jetzt gerade nicht so recht. Aber auf jeden Fall Bahn Jelačić. Hier der Platz, bekannt in ganz Kroatien, beliebt in ganz Kroatien und ja.
Also ich weiß ja nicht so recht, ob ich das noch zur Garage, zum Parkhaus schaffe. Also irgendwie... Ganz kurz nur eine Aufnahme hier. Stadion. Ja, ja, überall Polizier, Polizier. Ich mal kurz gucken. Von der Seite hier kriege ich keine Aufnahme gemacht. Vielleicht können wir direkt vor Stadion. Boah, das war auch alles gesperrt, ne? Was hast du da jetzt gefunden? Keine Ahnung, sieht lustig aus. Igračka, Sovica, Diede, Philipp. Kann der reden oder kann der was? Na, eigentlich ja. Aber ja. Irgendwie macht er nichts. Der redet nur mit Kroaten. Wir müssen schneller gehen heute Abend. Jetzt gibt's hier sowas. Von die Dominos auf. Hier Geschmacksknospen.